Hallo Skat-Freunde, heute eine kurze und schmerzhafte Skat-Geschichte. Skat Rätsel Nummer 86, Schrecksekunde in der Abenddämmerung. Ja, und mir hat diese Partie besonders wehgetan, denn ich war es, der dieses schöne Spiel in Vorhand verloren hat. Es wurde nicht dadurch besser, dass das Spiel nach dem zweiten Stich an sich auf Gewinn stand, und es wurde auch nicht dadurch besser, dass es mir zwei Skat-Novizen aus meiner Trainingsgruppe hier um die Ohren gehauen haben. Also mal wieder eine schöne Erfahrung und der typische Fehler, ich habe einfach die Gefahr nicht kommen sehen, ich habe das Ding schon für sicher gewonnen, abgehakt und deswegen nicht so präzise gerechnet und gespielt, wie es nötig gewesen wäre. In der konkreten Stellung möchte ich euch diese Erfahrung gerne einmal weitergeben, damit ihr vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr was Ähnliches seht, es direkt besser macht. Was also ist passiert? Ich schaue in Vorhand auf folgende ausgesprochen erfreuliche Ausgangskarte. Mittelhand passt, Hinterhand passt, ich greife wohlgemut in den Skat und finde mit Karo 10 und Karo 9 auch die gewünschte und erhoffte Verstärkung, sodass ich jetzt, ohne noch groß drüber nachzudenken, mit 20 Augen im Keller hier Grang angesagt habe. Wenn die Buben verteilt kommen, dann geht es hier nur um Schneider. Und wenn die Buben in einer Hand sitzen, gut, dann machen die Gegner bis zu 4 Stiche, aber normalerweise kriege ich durch die 20 im Keller eben immer 5 volle heim, und damit rechne ich auch mit einem ungefährdeten Sieg. Also, Kreuz Bube losgelaufen, Abwurf Herz Lusche, Karo Bube, Bauern also in einer Hand. Okay, gehen wir auf Plan B, über die Dörfer mit der langen Farbe, Karo Ass auf den Tisch, Karo Ass, Karo 7, und tatsächlich stand die Karte diesmal so giftig, dass ich das Spiel, ohne mich wehren zu können, verliere, wenn der Spieler hier jetzt einsticht und ansonsten die weiteren guten Züge findet. Nun hatten wir aber gerade dieses Motiv hier in unserer Trainingsgruppe auch diskutiert und festgestellt, es ist gar nicht so schlau, immer den ersten vollen zu stechen. Es macht häufig mehr Sinn, auf die 10 zu warten, damit dem Partner womöglich der König zu dritt freigespielt ist, vielleicht auch auf ein Bild zu warten, und insofern durchaus listig und mit verdeckten Karten ein guter Zug, hier nicht sofort zuzuschnappen, sondern die Kreuz-Lusche abzuschmeißen. Ja, jetzt sind wir hier an einer Schlüsselstelle. Wie kann ich das Spiel jetzt gewinnen und warum? Ja, um sich jetzt diese Gedanken zu machen, muss man eben erstmal darauf kommen, dass hier eine Gefahr droht, dass Ungemach droht, und dann kann man vielleicht ein paar Stiche vorausrechnen und auf das Motiv kommen und findet dann, dass hier der Karo König tatsächlich die einzige Karte ist, mit der das Spiel jetzt sicher gewonnen wird. Hut ab, Respekt, wer das gefunden hat. Ich habe es am Tisch nicht gefunden. Ich habe, wie ich denke, gespielt, wie viele andere auch. Karo 10 einfach nachgesetzt, Karo 10, Karo Dame, Pik Bube, 15 Augen. Und warum genau das nicht funktioniert, das sehen wir jetzt. Spieler griff in sein Ass, bestelltes Ass, Herz Ass, Herz Dame, Herz König, 33. Und jetzt auch ganz korrekt, in Herz ist die Musik raus, und deswegen der Wechsel in die nächste Farbe. Natürlich für mich jetzt unglücklich, dass das Kreuzvolle hinter mir steht. Ja, und die Engine sagt, mein bester Move ist jetzt hier noch tatsächlich die Karo 9 abzuwerfen aus der Stehkarte, dann verliere ich hier das Spiel mit 58, aber auf so einen Zauberzug komme ich natürlich nicht, und 58 hätte auch nicht gereicht, sondern logisch, wenn ich jetzt reinsteche, verliere ich auch, hinten fällt eine Lusche, ich steche ins Leere, gebe am Ende noch 2 Stiche ab. Ich habe es eben jetzt mit dem Abwurf Pik Lusche versucht, und genau da sind wir jetzt in der Problemstellung, beziehungsweise in der Situation, die es erfordert hätte, vorher den Karo König zu spielen. Der Spieler hier spielt mich jetzt mit der Karo 8 ein. Das ist das fehlende Puzzlestück, auf das man hätte kommen müssen. Und dann sieht man eben hier auch mal wieder, was es manchmal für ein Unterschied ist, welche Luschen du in der Hand hast. Wenn ich hier die Karo 7 habe, wäre es kein Problem gewesen, dann hätte ich mich jetzt hier ducken können und mir die Pik 10 geangelt. So aber bin ich wehrlos. Natürlich muss ich rausnehmen, und natürlich habe ich jetzt noch mal versucht, ob die Pik 10 blank ist. Irgendwie hier noch in den anderen Farben rumzuzupfen brauche ich nicht. Die Karte ist ja komplett geklärt. Die Pik 10 war nicht blank, im Gegenteil. Sie haben hier wirklich
alles aus mir rausgequetscht, noch Pik Dame, Pik König und Pik 10 mitgenommen und damit sogar 65 Augen erreicht. Ja, und da war ich wirklich von den Socken. Da muss ich auch sagen, Leute, auf den Punkt, super gespielt und ja, wieder eine Erfahrung reicher und einfach wunderschön, wie du beim Skat manchmal auf die Nase fallen kannst. Noch schöner natürlich, wenn du es schon mal gesehen hast beim anderen, wie der sich eine blutige Nase geholt hat, und beim nächsten Mal kann ich es hoffentlich vermeiden und ihr auch. So lerne ich übrigens oft Skat. Manche Fehler muss man am Tisch einfach machen, da muss man sehen, was passiert, aber wenn man pfiffig ist, dann passieren einem diese Fehler nicht zu oft. Einmal, zweimal, vielleicht nochmal beim dritten Mal sollte es dann sitzen. Auf diese Weise bin ich schon ganz schön weit gekommen und diese Stellung, die werde ich jetzt hier auch mal abspeichern und hoffen, dass ich mich da demnächst würdiger erweise. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald mit weiteren Videos und wie immer, gut Blatt.